Am Wort nun Magister Eva Blimlinger. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme zum Entschließungsantrag der Kollegin Schatz Stellung betreffend keine Kulturförderung für das Dollfußmuseum. Zunächst lassen Sie mich feststellen, es gibt keine Förderung des Dollfußmuseums durch das Bundesministerium für Kunst und Kultur. Öffentlichen Dienstes habe am Anfang, vor 20 Jahren, eine Startförderung, wenn man so will, gegeben. Das war zu einer Zeit, wo frühere Kolleginnen und Kollegen der SPÖ mit in der Regierung war, also das mitgetragen haben, diese Förderung. Vielleicht war es Ihnen nicht bekannt, aber Tatsache ist, dass es mitgetragen wurde. Selbstverständlich wird es von Seiten des Bundesministeriums für Kunst und Kultur, öffentlichen Dienst und Sport keine Förderungen geben. Und selbstverständlich ist ein Museum wie das Dollfußmuseum kritisch zu überarbeiten. Aber lassen Sie mich zwei Dinge sagen. Aus meiner Sicht als Historikerin ist es immer die Frage, ob man zeitgeschichtliche Institutionen wie ein Museum, das einen vollkommen unkritischen Zugang zu Dollfuß hat und auch keine Auseinandersetzung mit dem Austrofaschismus bietet, nicht sozusagen in dieser Form belassen soll, um zu zeigen, wie in der Republik mit historischen Ereignissen umgegangen wurde. Und vielleicht im selben Ort oder an einem anderen Ort eine Institution gründet, wo man sich mit dem Austrofaschismus und der Zeit 33 bis 38 in der gebotenen Weise historisch auseinandersetzt. Also keine Sorge, es wird keine Förderung geben, aber wir werden diesem Entschließungsantrag genau aus diesem Grund, weil es ohnehin nicht gibt, nicht zustimmen. Danke. Und auch wenn ich jetzt einspringe, mein Ceterum Censeo vergesse ich nicht, weil ich nach wie vor natürlich der Meinung bin, dass die Windisch-Kaserne in Richard-Wardani-Kaserne umbenannt werden muss.